Grüßt euch! Heute ist wieder ein Feiertag. 22. Februar feiert die Kirche das Geschenk der Kathedra Petra. Was bedeutet das? Kathedra heißt an Universitäten Lehrstuhl und genau darum handelt es sich. Die Tatsache, dass Gott uns das Petrusamt geschenkt hat. Was steckt dahinter? Das habe ich schon letztes Jahr gesagt. Im Judentum gab es diese Tradition vom Lehrstuhl Mose. Ja, Jesus sagt an einer Stelle, die Schriftgelehrten haben sich auf den Stuhl des Mose gesetzt. Das heißt, sie nehmen für sich in Anspruch, mit göttlicher Autorität die Heilige Schrift auszulegen. Jeder von euch, der schon mal Hermeneutik studiert hat, weiß, dass wenn man einen Text in die Hände bekommt, man ihn auf 100 verschiedene Weise auslegen kann. Und es ist immer die Frage, was war die Intention des Autors? Und man muss eigentlich den Autor persönlich kennen, um den Text im Sinne des Autors auslegen zu können. Zum Beispiel ein Brief von eurer Großmutter an euch oder sogar von einem Geliebten. Wenn ihn ein Dritter in die Hände bekommt, der weder euren Geliebten oder die Großmutter kennt, der wird ihn notgedrungen anders auslegen, als ihn der Geliebte gemeint hat. Ja, wenn man die Person kennen muss, um zu verstehen, was er mit diesem und jenen meint. Daraus folgt, dass wir die Heilige Schrift nur dann richtig verstehen können, wenn wir den Autor nicht nur äußerlich kennen, sondern seinen Geist kennen, ja seinen Geist sogar besitzen. Und genau das wird uns in Matthäus 16 offenbart, als auf Petrus hingesagt. Und zwar, berühmte Stelle, Jesus nimmt Petrus und die anderen Apostel beiseite und sagt, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und alle sagen, ja, du bist dieser und jener. Und die Kleine kriegt die Antwort richtig und dann sagt Jesus, und wer sagt ihr? Und Petrus antwortet und sagt, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, genau das, was Jesus ist. Und Jesus jubelt und sagt, selig bist du Simon, Sohn des Johannes, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart. Ja, du hast nicht mit deiner Intelligenz gecheckt, oh Jesus, du benimmst dich so und so, also musst du der Messias sein und der Sohn Gottes. Es war nicht von außen sehbar, dass Jesus Gott ist. Selig bist du, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus erkennt, dass sein Vater dem Petrus die innere Erkenntnis gegeben hat, zu erkennen, wer Jesus ist. Mit anderen Worten, der Heilige Geist inspiriert von innen her den heiligen Petrus zu erkennen, wer Jesus ist und das zu bekennen. Und dass Jesus Christus der Sohn Gottes, also Herr und Gott selber ist, ist der Kern unseres Glaubens. Auf dem baut alles andere auf. Wenn Jesus nicht Gott selber ist, dann können wir alles vergessen, was er uns gelehrt hat. Denn dann kennt er nicht den Weg ins ewige Leben. Wenn Jesus aber Gott ist, und dafür muss der heilige Petrus einstehen, dann können wir selber unser Leben auf den Fels des Wortes Gottes bauen. Jetzt sagt Jesus aber weiter, das erkennen, dass Petrus diese Gnade geschenkt ist, dann sagt er ihm, und ich sage dir, du bist Petrus, der Fels, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Da steckt ganz viel dahinter. Erstens, der Messias, laut Alten Testament, ist der Sohn Davids. Es war also erwartet, dass der Sohn Davids einen neuen Tempel bauen würde. Natürlich haben die Juden gedacht, wieder ein Tempel in Jerusalem. Jesus offenbart aber hier, dass es um einen Tempel im größeren geistigen Sinne geht. Er sagt, auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Wenn er Kirche sagt, ist es auf Griechisch Ecclesia. Ja, daher kommt das Wort auf Latein, Ecclesia oder Chiesa auf Italienisch, Eglise Französisch. Wir Deutschen sagen Kirche, das heißt Kyriake. Das bedeutet die dem Herrn gehörigen. Aber die anderen Sprachen haben das Ecclesia bewahrt, vom Griechischen her. Und dieses Wort ist ein direktes Echo vom Alten Testament, wo nämlich die Juden, wenn sie Griechisch gesprochen haben, das Volk Gottes wird dort als Ekklesia bezeichnet. Also, indem Jesus sagt, meine Ekklesia, bringt er gleichzeitig zum Ausdruck, dass er dieses neue Volk schaffen wird, die eine Fortsetzung der Juden sind, aber jetzt Juden und Heiden zusammen. Also ein neues Volk Gottes, das bestimmt ist, alle Völker der Welt in sich zu sammeln, durch Christus, durch diese Ekklesia, durch diese Kirche, deren Kopf der heilige Petrus ist, sollen alle Völker in dieses neue Haus Gottes integriert werden. Dieses Haus, das nicht mehr aus Steinen bestehen wird, sondern aus lebendigen Steinen, aus Fleisch und Blut, nämlich jedem von uns, der getauft ist. Diese neue Kirche wird ein Organismus sein, der Petrus als Fels geschenkt ist. Fels im Judentum wiederum war, hatten sie die Idee, dass in Jerusalem am Grunde des Tempels ein Fels war und dieser Fels war über die Chaoswasser. Also ihr müsst euch vorstellen, der Tempel wird gebaut eigentlich über den Eingang zur Hölle. Ja? Und der Stein, der die Chaoswasser, also diese bildliche Hölle, die von unten immer wieder drohte aufzubrechen und die ganze Welt in ein ganzes Urflut zurückzuverwandeln,
war ein Stein im Jerusalemer Tempel und Jesus sagt jetzt, du Petrus wirst selber dieser Felsen sein, den die Hölle nicht besiegen kann. Und dann gibt er dem Petrus die Binde- und Lösegewalt, das sind drei Fakultäten, die Lehrautorität, und damit kommen wir zum Anfang zurück, nämlich diesen Geist, die Heilige Schrift in dem Sinne auszulegen, wie sie geschrieben war, wenn der heilige Petrus ex cathedra spricht, also wenn er lehramtlich spricht. Das bedeutet, nicht jedes Flugzeuginterview, das der Heilige Vater gibt, noch nicht mal jeder Brief, den er schreibt, ist notgedrungen von dieser göttlichen Autorität getragen, sondern nur dann, wenn der Heilige Vater ex cathedra und in Kontinuität mit der Kirche, nicht nur allen Bischöfen der jetzigen Zeit, sondern der letzten 2000 Jahre spricht. Also der Heilige Vater ist nur dann unfehlbar, wenn er voll und ganz in Übereinstimmung mit dem Heiligen, mit der Heiligen Schrift steht und den 2000 Jahren Tradition. Er kann es nicht sagen, ach, ich bin unfehlbar, ich habe heute beschlossen, das geht jetzt anders. Also Autorität, wenn er in Übereinstimmung mit der Tradition spricht, dann eine juridische Autorität. Er kann sagen, du bist exkommuniziert, weil du nicht mehr in Einheit mit dem Glauben der Kirche bist. Und er hat eine geistige Autorität. Und ein letztes in diesem Stück ist ein Echo an Jesaja 22, wo nämlich dem Palastvorsteher die Schlüssel zum Reich Davids gegeben werden. Ja? Mit anderen Worten, indem Jesus, der Sohn Davids, der diese neue Kirche baut, die das Reich Gottes auf Erden anfanghaft darstellt, indem Jesus dem Petrus diese Schlüssel gibt, hat Jesus tatsächlich die Schlüssel zum Himmelreich. Und dieser Eliakim in Jesaja 22 wird damals schon in priesterliche Kleider gewandet. Auch damit bringt Jesus wieder zum Ausdruck, dass derjenige, der die Generalvollmacht in Jesu Königreich hat, nicht nur ein Generalverwalter beim König ist, nicht nur ein Minister, sondern einer, der mit priesterlicher Autorität ausgerüstet ist. Und insofern wird schon angedeutet, dass dem Petrus hier das Amt eigentlich des obersten Priesters ist. So, und das genügt für heute. Heute sind wir alle eingeladen, auf der ganzen Welt für den Heiligen Vater zu danken und zu beten, weil sein Amt ein wichtiges ist, nämlich die Brüder im Glauben zu stärken und für die Einheit aller Christen zu sorgen.